Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Projekt, und zwar Immortals Phoenix Rising. Ich habe das Spiel schon gespielt und fand es eigentlich richtig gut. Die Sprüche waren auch lustig gemacht und die Spielwelt war auch super klasse. Und ja, jetzt will ich euch das Spiel einfach mal zeigen. Also wundert euch dann auch nicht, dass da steht Weiterspielen oder New Game Plus und so. Wie gesagt, ich habe es schon einmal komplett gespielt. Ich würde sagen, wir spielen das auf Story. Ja, ihr denkt euch dann auch so, ja, und macht doch lieber normal. Nein, ich will euch das Spiel zeigen, und da ist es halt am besten, wenn es auf Story gespielt wird. Du willst die Story genießen und suchst nicht unbedingt nach einer Herausforderung. Dieser Modus richtet sich an neue Spieler und alle, die sich beim Spielen nicht allzu sehr herausgaben möchten. Gegnerschwierigkeitsgrad mickrig, Gesundheitsregeneration volle Regeneration, in Konflikten drastisch reduziert, Fallschaden keine, langsame Fallen beim Gleiten, Unterstützung bei mythischen Herausforderungen, starke Unterstützung, stark verlängerter Timer. Ja, obwohl, scheiß drauf, wir machen es einfach mal auf einfach. Das sollte eigentlich auch gehen. Bezauberte Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt, ich kann dich sehen. Komm näher! Hilf mir! So hilf dir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wie alle Sterblichen. Erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter! Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch. Und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens. Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe,
war es wohl eher ein Segen, ihnen das Feuer zu bringen und ihr Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phönix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hat. Sage es nicht! Genau. Und jetzt können wir das Ganze dann jetzt auch noch Gesicht fahren. Wie... Du weißt schon, so ein Gesicht. Haare wie... Ein Wasserfall, der in die Ägäis strömt. Können wir Kriegsbemalungen machen? Ich würde sagen, wir machen da aber keine. Der Sturm! Aufwachen! Ich... Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Da! Ich sehe sie ganz deutlich! Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phönix. Was für ein Name! Phönix! Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phönix. Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. Phönix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phönix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lycuron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lochagos! Lochagos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt.
ist das für ein Zauber? Ligyron, wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Das Schwert meines Bruders! Nein! Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix sah auf. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Die Erinnerung an ihre Ausbildung kehrte zurück. Von dort oben sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Genau. Ich habe noch nie so eine große Statue von Hermes gesehen, der sie wohl erbaut hat. Von Gefahren umgeben und ganz allein war unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Hier ist es halt auch wieder richtig schwierig herauszufinden. Hermes, alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Genau deswegen. Also man kann nicht gut identifizieren, wann man hier reden kann und wann nicht, ne? Deswegen wird es wahrscheinlich von mir größtenteils stumm sein. Also da bin ich noch, ne? Nur halt versuche ich nicht dazwischen zu reden. Wenn möglich. Ambrosio. Was ist das? Es riecht wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte! Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Genau. Ihr konntet es wahrscheinlich rechts nicht so schnell lesen, aber Ambrosia ist für die Gesundheit da, so wir Phoenix' Gesundheit später aufwerten können. Phoenix' Schicksal wurde immer klarer.
Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Genau, das ist so ihre Sicht. Und ihr seht jedes Mal, wenn ich so mit dem Cursor so übers Gebiet drüber gehe und der dann anfängt so leicht zu schimmern, wie hier zum Beispiel, und dann da in Decken steht, dann zeigt er halt immer so Sachen an, die so in der Umgebung sind. So wichtige Schatztruhen oder so, dass da Rüstungsschatztruhen oder das ist zum Beispiel die Leier, da kommen wir irgendwann später nochmal dazu. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken. Da. Also ich könnte jetzt hier stundenlang stehen und hier alles pingen. Während ich das jetzt mache und hier die ganze Zeit erstmal rumpinge und schaue. Das Ganze, genau. Das sind halt diese, diese Statuen. Davon gibt es halt noch mehr. Hier ist einmal kurz die Karte, ne? Ihr wisst ja, was auf uns dazu kommt. Wie gesagt, es gibt halt hier... Jedes Mal, da ist eine Statue, da ist eine Statue, da, da und da. Also diese großen Statuen, die wir da über dieser Wolkendecke sehen, auf die müssen wir jedes Mal draufklettern und dann können wir, so wie hier, kriegen wir dann das Gebiet halt auf, ne? Ja, alles Weitere machen wir dann in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Phoenix. Immortals Phoenix Rising. Und dann machen wir an der Stelle hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sage ich ciao, ciao und bis dann.